Das ist brutal. Das ist richtig brutal. Immer wieder rausgehen ans Wasser, die Köder werfen. Geilste Hobby der Welt, sage ich doch nur. Herzlich willkommen zu Teil 2 Hechte vom Ufer. Ich bin jetzt nach 2 Wochen nochmal hergekommen. Die Temperaturen sind ein bisschen hochgegangen. Und jetzt geht's auf ans Ufer, runter in die Bucht. Mein Name ist Philipp Feist und ich bin Dr. Eisenfeist. Wir sind jetzt in der Bucht angekommen. Schönes Flachwassergebiet hier, das sich natürlich als erstes wieder erwärmt. Das gucke ich mir im Speziellen an, weil ich glaube, dass die Hechte hier unterwegs sind immer noch zum Saisonstart Mai. Die Fische stehen flach und da gehen wir sie entsprechend mit flachlaufenden Ködern auch an. In dem Fall hier ein Swimbait. Mal gucken, ob wir gleich einen Biss kommen. Ich bin jetzt noch mal tiefer in die Bucht reingegangen. Und fische die jetzt ein bisschen von hinten Richtung Freiwasser aus. Wir haben hier schöne Krautbänke oder Grasbänke. Das ist immer sehr gut, da haben die Hechte Versteckmöglichkeiten. Es wärmt sich auch schnell auf, angenehme Temperaturen. Und Futterfisch ist natürlich da auch am Start. Deswegen sind das so die Hauptbereiche, die ich mir auf jeden Fall angucke. Also die Bucht hat jetzt keinen Fisch gebracht und ist auch absolut keine Aktivität da. Und ich vermute, dass sie einfach immer noch zu kalt ist. Es ist dieses Jahr echt krass. Wir haben jetzt Ende Mai und es ist immer noch kalt wie Sau. Ja, ich suche mir jetzt auf jeden Fall noch mal ein anderes Ufer. Das, was ich eigentlich immer im Jahr als allererstes erwärmt, also wo sich die Hechte im Endeffekt als erstes einstellen. Theoretisch müssen die da jetzt flach am Start sein. Ich hoffe, das gibt was. Ich habe gerade einen Fehlbiss gekriegt. Das ist aber auch ein richtig geiler Spot hier. Und vor allem ist es ein sehr, sehr guter Spot für kapitale Fische. Denn hier ist der Buchtausgang. Hier draußen beginnt das Freiwasser. Also der große, weite Bereich des großen Stausees hier. Und diese Übergänge von flachen Buchtausgängen raus Richtung tiefes Freiwasser, das sind immer Top-Spots für kapitale Hechte. Also so Meterfische kann man hier auf jeden Fall erwarten und gerade zum Saisonstart. Den Biss, den ich jetzt hatte, den habe ich so leicht gesehen. Also ich schätze den jetzt vielleicht auf 60, 70. War jetzt kein Meterfisch, aber der Spot an sich ist schon mal richtig gut. Die stehen echt eine Etage tiefer, ne? Krass. Da kam auch ein bisschen weiter draußen. Die sind nicht ganz hier vorne. Also auch kein Wunder bei 4 Grad. Außentemperatur und in der Nacht vielleicht 3 Grad. Da kommen die nicht so super flach. Mal gucken, ob ich den Hecht, der vorhin gebissen hat, nochmal mit einem anderen Köder kriege. Und da haben wir was ganz Besonderes heute mit dabei. Und zwar habe ich nämlich meine neuen Raptor-Prototypen mit am Start. Oder was heißt Prototypen? Das sind die finalen Muster. So wie sie dann auch im Handel erscheinen werden und bei uns im Shop unter big-bait.de. So, das Ding hänge ich jetzt mal ein. Vielleicht kriege ich den Hecht nochmal da drauf. Quick In-Snap, auch eine coole Geschichte. Einfach einhängen, zack, fertig. Deswegen Quick In, geht super schnell. Jetzt habe ich hier eine Stelle mit Leben gefunden. Und zwar bin ich jetzt ans Ufer herangetreten und dann ist mir eine große Brasse weggeschwommen. Dann noch eine dicke Schleie und jetzt sehe ich hier überall kleine Rotfedern. Das Witzige ist, ich habe meinen Köder extra auf die Rotfedern angepasst. Noch eine rote Flosse rangebaut. Oh, hier vorne ist eine Brasse. Krass, so eine große Brasse. Mich wundert es, weil eigentlich habe ich hier noch nie Brassen gesehen in dem Gewässer. Aber das ganze Ökosystem scheint sich auch zu verändern. Weil auch Rotaugen, ne, und Rotfedern, die gab es hier eigentlich die jahrelang immer nicht. Das war echt ein reines Hecht-, Forellen-, Barschgewässer. Ist schon verrückt, wie sich das so verändert im Laufe der Jahre. So was, wenn du auf jeden Fall findest, ein großes Futterfischvorkommen an einem bestimmten Platz, dann kann man das auf jeden Fall ausfischen. Da kannst du mit Hechten rechnen. Wenn dann noch Unterstandmöglichkeiten dazukommen, dann ist es perfekt. Da unten. Die ist jetzt hinter dem Köder hergeschwommen, weil sie sich wahrscheinlich paaren wollte.
Keine Ahnung. Hab gedacht, das ist ein Familienmitglied oder was. Schon wieder eine Brasse, das ist so krass. Hier waren nie Brassen drin. Das gibt's doch nicht. Ich hab dich gesehen. Gerade einen Hechtnachläufer gehabt, aber kleiner. Hat vielleicht 35 cm oder sowas gehabt. Aber da war auf jeden Fall interessiert. Mann ey, der war richtig gut. Krasser Phoebus. Ganz hinten drin in der letzten Ecke von der Bucht. Kam jetzt ein richtig schöner Fisch. So, letzte Chance, die ich habe, einen Köderwechsel zu machen. Vielleicht kommen wir da nochmal. Das war natürlich der Knaller. Machen wir mal einen Raptor ran. Gucken, ob das klappt. Jetzt habe ich natürlich Gras aufgesammelt. Das ist ärgerlich. Die ganze Bucht ist auch voll mit Gras. Gar nicht so einfach. So ein Gummifisch mit Hakensystem unten am Bauch kann man in so einer flachen, verkauteten Bucht ein bisschen schwieriger fischen, wie so einen schönen, schwerelosen Swimbait oder einen schwerelosen Jerkbait. Deswegen nehme ich jetzt eben in dieser Situation, wenn ich extrem flach fische, viel Gras im Wasser habe, Kraut im Wasser habe, lieber Köder, die so ein bisschen suspenden, die ich auch schön langsam über diesem Krautfeld anbieten kann. Das funktioniert eben super gut mit so Swimbaits und aber auch Jerkbaits. Ein richtig geiler Hecht war das gewesen. Und dann bleibt er nicht hängen. Ist auch manchmal sowieso immer schlecht, wenn du einen Biss auf Sicht kriegst, weil du dann meistens so reflexartig wegziehst. Und das ist dann immer der Moment, wo du dem Hecht den Köder aus dem Maul ziehst. Das ist das Problem, wenn du den Biss auf Sicht bekommst. Die Fehlbissrate ist eben extrem hoch dabei, weil man sich einfach erschreckt und dann so wegzieht, ne? Oder anhauen möchte. Was ich da schon für Hechte verkloppt habe, genau deswegen. Deswegen ist es immer am besten, erst anzuschlagen, wenn du den Biss in der Rute spürst. Dann kannst du dir sicher sein, jetzt hat er ihn richtig. Ich habe jetzt nochmal einen Spotwechsel gemacht, bin jetzt nochmal hier auf ein ganz flaches Stück gefahren. Die Sonne, die knallt schön drauf. Wir haben auch auflandigen Wind, das ist auch immer ganz gut. Mal gucken, was er reißt. Oh, der ist groß. Oh, das ist ein Riesending. Oh. Ah, yes! Yes! Fuck! Sorry, sag mir nicht. Alter, ist das eine Maschine! Alter, ist das eine Maschine! Boah! Das ist brutal! Das ist richtig brutal! Was für eine Maschine! Yes! 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 Es hat geklappt! Super flach! Ist das eine Maschine! Fett. Guck dir das Ding an. Einer meiner dicksten Hechte. Boah, war das jetzt aufregend. Unfassbarer Fisch. Die Zange ist zu schwach, ne? Das ist so krass. Ich brauche eine stärkere Zange. Guck dir die Zange mal an. Die ist einfach für einen Popo. Jetzt. War eine ganz schöne Prozedur, den Fisch zu enthaken jetzt. Aber ich habe es geschafft. Jetzt lassen wir das nochmal kurz durchatmen und dann gucken wir ihn uns mal an und dann packe ich nochmal auf die Scale. Eins kann ich schon mal sagen, ist mein BB für dieses Gewässer. Krasser Fisch. Tada! Vorher schön nass machen, dass es cool ist.
in der Big Blade Scale, dass sie hier unten nochmal so ein geschwertes Ende hat. Hier so eine Aluminiumleiste. Die sind schön gerade. Ich kann mich nur ganz schlecht hier halten. Aber 1,3, so wie es aussieht. 1,3 Meter. 1,3 Meter. Ich raste aus. Was für ein Fisch. Guckt euch diese Maschine an. 1,3 Meter Swimbait Hecht. Super fluff. Auf 1 Meter Tiefe vielleicht. Genau für solche Fische lohnt es sich eben dran zu bleiben. Auch wenn man mal einen Schneidertag hat. Immer wieder rausgehen, Vollgas geben. Irgendwann klappt das mit dem PB. Oder zumindest mit einem richtig kapitalen Fisch. Guckt euch diesen. Guckt ihr das doch mal an. Wie fett der ist. So brutal der Fisch. Also entweder hat er noch nicht abgeleicht, was ich mir aber nicht vorstellen kann, oder er hat sich richtig voll gefressen nach der Laichzeit. Wahnsinnsfisch. Brutaler Fisch. So jetzt. Vielen Dank, dass du gebissen hast, mein Alter. Vielen Dank. Da kann man wirklich dankbar sein, dass man so einen Fisch geschenkt bekommen hat. Für diese Arbeit, für diese Mühe. Immer wieder rausgehen ans Wasser, die Köder werfen. Das ist einfach geil. Geilste Hobby der Welt, sage ich doch nur. Ich lege mich gleich selber auf die Scale. Mach erstmal ein Nickerchen. Lass mal runterkommen. Und hier. Sieht jetzt hier aus wie ein Schlachtplatz. Absolutes Chaos. Aber so ist das. Wenn so eine Maschine einsteigt. Den Köder hat er genommen und hier sind ganz viele Rotfedern drin, deswegen dachte ich, Rotfederimitat, bist du nicht falsch hier, auf jeden Fall. Und man hat gesehen, da hat er Erfolg gebracht. Aber auch die Story jetzt, wo ich den Fisch hergeholt habe. Nicht irgendwie so gerade oder leicht schräg raus, sondern ich habe wirklich einen gewagten Wurf gemacht, direkt über die Büsche hier drüber, dass ich möglichst weit hier rüber komme, wo ich nämlich hier drüben vom Ufer nicht rankomme. Der Wurf war's. Vielleicht hat es daran gelegen, dass er noch keinen Köder gesehen hat, weil er die ganze Zeit dort stand. Auf jeden Fall hat sich dieser riskante Wurf richtig ausgezahlt. Manchmal muss man eben auch einfach mal was riskieren, auch wenn so ein teurer Köder weg sein könnte. Immer wieder, nachdem man einen dicken Fisch gedrillt hat, Bremse wieder feststellen, kontrollieren. Weil nämlich ganz, ganz ärgerlich, wenn man das vergisst nach dem Drill, wieder die Bremse zuzumachen und kriegt dann wieder einen Fisch drauf oder einen Biss. Und die Bremse überdreht beim Anschlagen, dann hackt man den nicht. Bleibt es beim Biss. Das ist übrigens der neue Raptor von Big Bait. Ist ein Hechtgummi, 24 cm lang und der kommt bald in den Handel. Es dauert nicht mal lange, ungefähr noch 10-12 Wochen. Kommt drauf an, wann du das Video jetzt siehst. Absolut geiler Hechtgummi mit meinen persönlich ausgewählten Farben. Habe ich selbst entwickelt natürlich den Köder hier. Und so, dass er eben die dicken Hechte auch optimal anspricht. Also kannst du dich schon mal drauf freuen und check gerne mal ab. big-bait.de, da findest du auch das Terminal Tackle und noch viele weitere Produkte. Für diese Flachwasserangelei im Mai. Und Flachwasser heißt 1 Meter Tiefe, Kraut. Benutze ich Köder, die ich eben auch sehr, sehr flach fischen kann. Und ganz entscheidend dabei ist, dass die Köder auch entsprechend nicht zu schnell laufen. Und das funktioniert nur mit bestimmten Modellen. Man könnte jetzt zum Beispiel einen Chokebait nehmen, schwimmendes Modell oder langsam sinkend. Den kann man super gut langsam nach links und rechts ausgleiten lassen, schon nahezu an der Stelle fischen. Und so ist der Köder auch nicht zu schnell für den Hecht und man kann ihn super langsam über den Kraut anbieten. Genau das gleiche funktioniert auch mit Swimbaits. Die kann man genauso super langsam fischen, weite Bahnen ausgleiten lassen oder auch kurze Bahnen.
an der Stelle stehen lassen und im Idealfall sinkt der Köder dann, wenn man ihn stehen lässt, nur ganz langsam ab. Es gibt Modelle, die kann man auch tarieren oder man hängt ein Blei vorne rein, wenn man das variieren möchte. Ideal ist aber, wenn er nur ganz langsam absinkt. So fast suspenden schon. Und das ermöglicht mir diese super flache Angelei über 1 Meter, 1,5 Meter Tiefe und Kraut. Natürlich kann man das auch mit Gummifischen machen, wenn man diese am Shallow Rig fischt. Also sprich, ich habe hier eine Screw hier vorne eingeschraubt und ganz wichtig, eine gerade Screw, keine abgewinkelte. Das ist super wichtig, wenn ich flach fischen möchte. Denn durch den Winkel in der Screw neigt der Köder eher nach unten abzutauchen und hier durch die gerade Screw neigt er mehr Richtung Oberfläche zu streben und das ist genau die Eigenschaft, die wir im Flachwasser brauchen. Wenn man viel Kraut hat und auf 1 Meter Tiefe fischt und dann ein Hakensystem unten im Bauch eingesetzt hat, kann es manchmal sein, dass man ein bisschen Kraut aufsammelt. Ein Gummifisch sinkt in der Regel ein bisschen schneller als ein Swimbait oder Jerk. Aus dem Grund habe ich mich heute für den Swimbait entschieden. Super Eigenschaften, auch das Modell angepasst an den Futterfisch hier, hat mir den wunderschönen Hecht gebracht und super funktioniert. So, die Sonne ist weg. Angeltag ist gelaufen und was für ein krönender Abschluss. Unglaublich schöner, massiver Hecht nochmal eingestiegen. Also ich bin super happy, freue mich total und vor allem freue ich mich, dass ich dir auch zeigen konnte, wie das Ganze funktioniert im Mai zum Saisonstart, ganz flach auf dicke Hechte. Und wenn du das genauso umsetzen möchtest und dabei Erfolg hast, dann lass es mich gern wissen. Ich freue mich, wünsche dir dickes Petri und ganz wichtig, vergiss nicht den Kanal zu abonnieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video und dickes Petri, dein Dr. Eisenfeist.